vielleicht nochmal an alle, die hier vorne stehen, die Frage: Facebook, Google Plus, Twitter sind ja alles kostenlose Dienste. Wer von Ihnen, wer von euch nimmt die kostenpflichtigen Dienste dieser Organisationen in Anspruch? Es heißt Facebook-Werbung, Google-Werbung, AdWords wurde genannt. Habt ihr damit Erfahrungen gemacht? Nutzt ihr das oder sagt ihr, nee, ich bin authentisch genug und das reicht mir? Vielleicht einfach mal der Experte in Sachen Social Media und dann die Praktiker. Also gleich das Mikro nehmen, bitte. Ich kann das nur empfehlen, wer Werbung machen will. Es ist eine relativ kostengünstige Werbung, die man mit diesem Tool bei Facebook anstoßen kann. Das funktioniert nämlich in der Form, dass man genau reingibt, wie viel Geld man bereit ist, für diese Anzeige zu investieren. Und diese Anzeige hochzuladen kostet zunächst einmal auch kein Geld, sondern sie erscheint dann auf der rechten Seite, in dem Informationsband auf der rechten Seite erscheint die. Und erst dann, wenn jemand die so interessant findet und anklickt, dann kostet es einen Betrag X. Und jetzt wird man dabei auch nicht arm, denn das liegt so in dem Bereich zwischen 50 und 70 Cent pro Klick. Das kann man auch vorher mit Facebook dealen, wie viel einem dieser Werbeklick wert ist. Und wenn das Geld aufgebraucht ist, verschwindet diese Anzeige wieder. Das heißt, wenn ich 50 Euro einsetze und die sind dann weggeklickt im Prinzip, dann ist für mich auch mein Werbeeinsatz erledigt. Also sehr überschaubar, wenig Geld und trotzdem eine unheimlich große Reichweite. Also Tondeo hat es jetzt selber noch nicht diese kostenpflichtigen Werbemöglichkeiten gemacht. Wir planen es aber. Ich musste erst noch mal in meinem Jahresbudget noch ein bisschen... Aber 50 Cent ist doch machbar, oder? Nein, also dann würden wir sind im Moment gerade dabei, das auszutesten, in welcher Breite wir reingehen und wie wir das aufstellen wollen. Aber wir haben jetzt einfach gesagt, wir lassen es so angehen, dass wir jetzt nicht überstürzt und schnell was reinhauen, sondern da machen wir das jetzt von der sicheren Seite her. Wir sind auch dabei, unsere Mitarbeiter eben auf Seminare zu schicken und wollen uns wirklich hier von der rechtlichen Seite, von der Anwendungsseite her erkundigen und als einfach schlau machen, Know-how ansammeln, weil bevor wir jetzt irgendwo reinspringen und eigentlich keine Ahnung von haben, bin ich der Meinung, Eile mit Weile. Peter Kress, bitte. Ja, ich habe Erfahrungen mit Google AdWords gemacht, hat mich nicht überzeugt als lokales Geschäft und bei Facebook habe ich es noch nicht probiert. So einfach und kurz ist die Frage beantwortet. Interessante Frage. Wir sind jetzt ja kein Salon in dem Sinn, wir sind nur ein Helfer. Die Kombination macht es. Also es gibt bei Google gibt's diese Conversion-Ziele, also man setzt sich ein Ziel und sagt, okay, ich möchte etwas erreichen. Wir machen das messbar. Also wenn Sie noch ein bisschen zurückdenken, wir haben so diese kleine Messuhr mal in der Präsentation drin gehabt. Wenn Sie darüber nachdenken, Google AdWords zu machen, würde ich Ihnen natürlich aus meiner Sicht raus auch Usern empfehlen, weil dann können Sie auch wirklich nachvollziehen, ob es was gebracht hat oder nicht, weil am Schluss entscheidet der Kunde online durch einen Kauf, durch einen Klick, durch eine Buchung. Und die Kombination wird es bei uns auf jeden Fall sehr interessant machen. Also ich habe es einmal probiert, es kam da keine Resonanz und das Ganze ging ungefähr 4 Wochen oder 6 Wochen und dann habe ich es wieder eingestampft. Also es war für mich sinnlos. Jetzt kommt es genau andersrum. mein Budget ist 600 Euro im Monat für Google AdWords unsere Resonanz, muss ich sagen, ist sehr, sehr gut. Also da müssen wir tiefer jetzt eindringen, wie die Kampagnen gestaltet sind. Ja, Sie können sich ziemlich viel da selber auch zusammenbasteln, müssen sich vorher Gedanken machen. Für uns bringt es richtig gut was. Ja. Okay. Was macht ihr genau? Also was ist gegen was optimiert ihr, so in der Online-Sprache mal gesprochen? Also auf gut Deutsch, du willst jetzt die Keywords hören, oder? Da unterhalten wir uns nachher nochmal drüber. Okay, jetzt habe ich gehört, viele verwenden Fotos. Die Zielgruppe ist sehr visuell. Logischerweise, Friseure sind sehr visuelle Menschen. Ich habe in den gesamten Vorträgen 2 Wörter nicht gehört. Flickr und Picasa. Alle verwenden Fotos, aber keiner verwendet scheinbar diese enorm starken Bilddatenbanken. Warum? Wer will was sagen? Wer ist schuldig?
Also bei mir ist es ganz einfach so, meine Zeit ist begrenzt. Mhm. Außerdem macht mir Haare schneiden echt Spaß. Das, was wir jetzt hier erreicht haben mit dem, was Sie jetzt gesehen haben, das ist auch so hart, wie es klingt, ist mir schon Erfolg genug. Wenn ich das alles noch, es sind so viele Möglichkeiten, du hast vollkommen recht, also da ist richtig Spielraum noch da. Die Bilder, die man hat, wo man sehr viel Spaß beim Arbeiten auch hatte, die noch viel, viel breiter unterzubringen, aber irgendwas muss in Zukunft noch übrig bleiben, über das ich mir auch noch Gedanken machen kann. Also ich bin auch der Meinung, man muss sich irgendwo begrenzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Post mache, dann gucke ich, dass ich maximal 3 Fotos oder sowas mit nebenher reinstelle oder parallel als Album reinsetze, weil es einfach zu viel wird. Wir haben sowieso schon eine riesige Datenflut und permanent wird jeder überschüttet mit Reizen und irgendwo manches aber, auch... Aber wenn ich nicht mitspiele, werde ich doch gar nicht wahrgenommen. Bitte? Wenn ich nicht mitspiele, werde ich doch gar nicht wahrgenommen. Ja, gut. Nutzt vornehme Zurückhaltung da was? Ach ja, aber ich denke mal... Mir geht es auch wie den anderen. Wir haben ja auch noch ein Tagesgeschäft. Und das ist jetzt mal unser Ansatz. Vielleicht wird sich das auch irgendwann mal ändern, dass wir sagen, wir stellen ganze Shootings rein. Das will ich nicht ausschließen. Aber ich denke mal, für diesen Dialog, für die Kommunikation, meine ich, muss es ausreichen, eine überschaubare Bildzahl oder auch überschaubare Länge von Videos. Also für Facebook kürzen wir unsere Videos. Auf YouTube haben wir deutlich, ich sag mal, 5 bis 10 Minuten lange Videos drinstehen. Die kürzen wir fürs Facebook bewusst, weil sich, ich sag's jetzt mal, kein Mensch ewig auf das Ding angucken will. So, und deswegen, weil es dann auch irgendwann mal sagt, jetzt genug, jetzt, wir möchten den Leuten auch nicht die Zeit stehlen, die ja jeder irgendwo auch sinnvoll zur Verfügung haben möchte. Fragen aus dem Publikum? Das ist noch nicht der Fall. Alle sagen im Grunde, Content, Inhalte ist King, oder? Ja. Werbung auch? Ist klassische Werbung im Sinne von, hey, unser Haarschnitt kostet so und so viel Euro. Ist das Ziel einer Plattform? Nein, oder? Es muss klar sein für alle, die das neu anfangen, wenn ich einen Fan habe, der kann sich auf 2 Arten von mir wieder entkoppeln. Erstmal, dass er das gefällt mir nicht mehr klickt, dann wissen Sie Bescheid, dass der nicht mehr Fan bei Ihnen ist. Er hat aber nochmal eine Möglichkeit, er kann einfach die Inhalte von Ihnen verbergen. Das bedeutet, Sie haben noch das Gefühl, Sie haben 2800 Fans und im Endeffekt mit dem, womit Sie die Menschen da zu Tode langweilen, erreichen Sie gerade noch 5 und die haben Ihren Rechner nie an. So gesehen würde ich mir genau überlegen, den Reality-Check zu machen. Sie gucken sich das, was Sie posten, an und bevor Sie auf Absenden gehen, überlegen Sie ganz genau, würde mich das langweilen? Und dann löschen Sie das nochmal und lassen es lieber ganz sein. Also, um auf das witzige Kerlchen zurückzukommen, meines Erachtens wirklich in unserer Größenordnung machen Sie Dinge, die sympathisch sind. Wenn Sie versuchen, eine Werbekampagne von Daimler Chrysler zu kopieren, das wird Ihnen nicht gelingen mit so Sprüchen. Also entweder man ist da wirklich selber im Marketing drin und weiß, wie es funktioniert, ansonsten authentisch sein. Also das kann ich unterstreichen. Einer der meist genutzten Möglichkeiten, die ich in Facebook tätige, ist, dass ich Texte wieder lösche, die ich gar nicht veröffentlicht haben möchte, weil ich einfach in einer Form des Überschwangs manchmal irgendetwas schreibe, dann lese ich es mir durch und dachte mir, ja, wen zum Teufel sollte das jetzt interessieren? Ja? Das ist so langweilig wie ein Kopf, ja? Das will überhaupt keiner lesen, das will keiner hören. Also weg mit. Ne? Es ist mir auch schon passiert, ich habe veröffentlicht, ich habe gepostet und habe es mir dann in 5 Minuten nochmal angeguckt und habe gesagt, was so ein Mist, ja, weg mit. Ja? Da gibt es dann Gott sei Dank noch dieses X oben rechts in der Ecke, wo man diese Postings entfernen kann. Und ich gehe mal davon aus, dass das bei mir schon relativ häufig genutzt wird. Weil manchmal denkt man, man hat irgendwas, was man unbedingt mitteilen möchte, aber es ist im Prinzip wie bei einer Pressemitteilung. Ja, die Pressemitteilung sollte ja so geschrieben sein, dass es die Leser interessiert, ne, und nicht, dass man sich selber bauchmiest und sagt, ach, das habe ich jetzt aber toll gemacht. Und ich meine, genauso wird die Presse entscheiden, genauso entscheidet der Leser in Facebook. Das ist ein ganz guter Hinweis. Ich würde sagen, gut ist es, wenn man sich diese Posts, die man setzen will, vorher erstmal im Word niederschreibt, eine Nacht sacken lässt, dann nochmal aufruft und dann erst aus dem Word heraus das kopiert und dann das erst... Das hat aber dann nur nichts mit Authentizität zu tun, oder Spontanität.
Das muss es auch nicht unbedingt haben. Die Posts sollen ja auch einen Inhalt transferieren. Die Posts sollen ja auch etwas aus dem Salon für die Fans bringen. Wenn ich spontan was machen will, dann mache ich das über Handy-Upload oder sonstige Informationen. Dann ist es spontan und dann muss es auch spontan rüberkommen. Aber ein Post, den ich setzen will, der muss schon einen Inhalt haben und der soll auch die Leser dazu animieren, bei mir dann wieder zu drücken, gefällt mir.